Hallöche, meine lieben Loot-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge RimWorld hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute eine große Mission zu erfüllen. Und zwar wollen wir diese Basis auseinandernehmen. Und ich glaube, haben wir noch immer Sonnenfinsternis? Hier ist die Vorräte sind hier nämlich verschwindend gering. Pass mal auf. Wir gehen jetzt erstmal hier so ein bisschen nach vorne. Und dann versuchen wir mal, diese Solaranlage zu treffen. Wenn wir denen nämlich den Strom abdrehen, dann schießen auch die lustigen Geschütztürme nicht mehr. Müssen wir aber rundherum machen. Mal gucken. Ja, Leute, das muss schneller gehen. Ich glaube, aktuell läuft der auch nicht. Habe ich das Gefühl. Also der hat jetzt keinen Strom mehr auf jeden Fall, der eine Geschützturm. Lass uns mal gucken. Wir können uns da glaube ich so ein bisschen vorschleichen. So, wir schleichen uns weiter. Und gucken mal, können wir den hier... Oder wir machen es einfach so. Okay. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Chiller. Das war eine knappe Kiste. So, Tenner greift an, glaube ich. Oder möchte angreifen, ich weiß nicht. Den schießen wir kaputt. Ja, so langsam. Ja, redet über Frisuren, während ihr hier gerade fröhlich herumsniped. Das ist in Ordnung. Ist halt auch eine Frauentruppe, ne? Das ist ja klar. So, jetzt... Leute, jetzt wäre es ganz cool, wenn ihr... Ach, Kitty. Na, erst snipen sie alles weg. Aber kaum kommt der Tenner. Kaum kommt der Typ näher. Ja, dankeschön. Manometer. So, Kitty, was hast du denn? Ach, eine Prellung. Nur eine Prellung. Alles gut. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Genau, den wollen wir treffen. Jawohl. So, nächster. Ja, jetzt müsste man nur noch treffen. Auch Kitty. Warte mal. Fissi ist, glaube ich, die Ärztin. Nicht behandeln. Ach Gottchen. Ach Gottchen, mein Lottchen. Ach, da fällt mir ein, ich wollte ja eigentlich so eine Mod noch installieren, ne? Zum Behandeln. So, okay. Gut, pass auf, Kitty. Schlaf bis vollständig geheilt. Und, Ach so. So, behandeln. Ohne Medizin, das klappt schon, habe ich gehört. Hoffe ich. So, ihr zwei. Wir haben hier noch zwei Geschütztürmchen. Die möchte ich noch weghaben. Pass mal auf. Da. Dahin. Und ab die Post. So, wie sieht's aus? Kitty, alles fit wieder? Ja, ist behandelt. Wunderbar. So, Fissi, auf geht's. Nicht lange stören. Jawohl. Und noch einer übrig. Und dann können wir den Lorenz befreien. Da freut er sich. Seht ihr das? Der grinst schon, der Lorenz. Was kann der eigentlich, der Lorenz? Naja, er ist sehr sozial. Er ist ein sehr sozialer Stubenhocker.
Und immerhin ist er der Ex von Erika. Glaube ich. Oder? Von Erika, ja. Oh, die mögen sich gar nicht, die zwei. Trotzdem befreit sie ihn. So nett ist diese Dame. So, könnt ihr das jetzt mal... Dankeschön. Sehr gut. So, befreit diesen Mann. Ach, warte mal. Quatsch, da müssen wir nichts... Stopp mal. So. Den können wir doch bestimmt... Das können wir doch einfach in Besitz nehmen, oder? So. Erika, befreie den Mann. Los. Komm. Vielleicht noch ein Liedchen singen. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Lorenz. Wir haben dich. Ah, schön, oder? Da freut man sich doch. Das ist doch wirklich schön. So. Okay. Gut, verrückte Wasserschweine. In wenigen Momenten. Aber jetzt erstmal Karawane reformieren. Lorenz kommt mit. Und Pemmican kommt mit. Überlebensration kommt mit. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch so mitnehmen. Weird Milk, glaube ich, können wir uns sparen. Das Frumbo Chicken Eye sparen wir uns auch. Bauteile wollen wir natürlich haben. Stahl wollen wir haben. Uran. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich muss das Zeug gar nicht mitnehmen alles. Also wirklich nicht. Aber das kannst du doch so schön zerlegen. Ja, aber weißt du... Dafür bin ich nicht da. Ich bin da, um diesen großartigen, netten Menschen zu befreien. Nicht um irgendwie einen Vorteil daraus zu ziehen oder so. Quatsch. Nein, nein. Ja, das reicht, oder? Metallschrott, nee, Metallschrott nehmen wir nicht mit. Was haben wir denn hier noch? Stromkabel können wir noch mitnehmen. 5 Kilo. Ja, komm. Passt schon. Aber ansonsten... Das ist ja jetzt ohnehin nicht so... Obwohl, die Solaranlagen nehmen wir alle mit. Das reicht. Das reicht, oder? Ja, komm. Da ist jetzt sonst nichts dabei. 76 Stromkabel, Wahnsinn. Das lohnt sich nicht mitzunehmen. Und ich sehe auch sonst nichts, was sich lohnen würde. So, ab nach Hause. 4,6 Tage ist eh lange genug. So, und jetzt schauen wir mal, wo sind die Wasserschweinchen? Die geben Fleisch. Die werden uns Fleisch bringen, aber erstmal lassen wir sie ein bisschen herumlaufen. Und vielleicht laufen sie eh direkt in die Karawane hier rein. Oder alternativ in unsere Fallen. Ich glaube, zweiteres ist wahrscheinlicher. Mal gucken. Ja. Flonk, flonk. Oh, oh, schaut da! Was machst du denn? Lauf. Irgendwo hin. Keine Ahnung, wohin. Warum macht der nicht Run and Gun? Na, so lernt das Schießen, der Junge. Ich brauche die Benny Hill Musik. Oh Gott, Paralogos. Verzwiebel dich bitte. So. Kommt hier zu. Dankeschön. Und dann... Oh Gott, ihr Deppen. Bleibt jetzt mal drinnen. Jetzt ist der Nächste da draußen. Das ist echt unglaublich. Man kann die echt nicht alleine lassen, ne? Sind wie Kinder. Wenn du die unbeaufsichtigt lässt, gibt's ein Problem. Na, pass mal auf, was mir gar nicht gefällt, ist, dass hier so ein Jaguar gerade in meiner Basis herumrennt. Das halte ich für äußerst gefährlich. So, pass mal auf. Den müssen wir ein bisschen jagen jetzt. Der hat schon drei
Tierchen auf dem Gewissen. So, komm, greif den jetzt an. Jawohl. So, gehen wir zur... Achso, ist tot. Okay, super, wunderbar. Prima gelöst. Ihr seid Helden. So. Hervorragend. Super. So, da kann gleich wunderbar geschlachtet werden. Freue ich mich schon. Handelskarawane zieht auch wieder weiter. Tschüss, Karawane, macht's gut. War schön mit euch. Neues Gebiet wurde entdeckt. Wow. Alter Schwede. So ein großes Gebiet dann auch noch. Heftig. So, da muss noch geholt werden. Ja. Mhm. Und hier haben wir noch ein paar vergammelte Menschenleichen. Pass mal auf. Die müssten aber eigentlich, die sind ja verrottet. Oder? Menschliche Leichen. Weiß ich, sind das Alien? Ne, es sind noch keine Aliens. Toter Mensch. Ja, eigentlich... Eigentlich müsste, die sind verrottend. Oder? Erlaube Frisches, erlaube Verrottendes, ja. Also eigentlich müsste, weiß nicht, vielleicht demnächst ja mal, vor allem der abgeschossene Kopf hier, der Pelikan, ne, der den Kopf weggeballert bekommen hat. Holy shit, das war heftig. Warte mal, hier müssen wir mal einstellen bei den Mahlzeiten. Die sollen ohne Fleisch sein. Die einfachen Mahlzeiten. Auf jeden Fall ohne Fleisch. Weil sonst nutzt der immer das Fleisch jetzt hier. Das ist nicht gut. Der soll gefälligst hier das Gemüse holen. Klar, dauert ein bisschen und so, aber... Oh, was denn? Schauter. Und Grünli und Vielfraß. Die neuen, ne? Die neuen zicken ein bisschen herum. Die neuen sind so ein bisschen am Zicken hier. Ich frage mich ja gerade, wann endlich meine Waffen kommen, für die ich 4000 Silber ausgegeben habe. Ich meine, das war nicht günstig. Ich hätte da schon mal gerne meine Waffe jetzt demnächst. So, was ist eigentlich mit ihm los? Ja, er hat eine Leiche gesehen. Ja, meine Güte. Deal with it. Au, ja. Die Leichen sind übrigens weg jetzt. Schaut da. Das ist halt mal so. Hungrig ist er auch, der Bub. Mensch. Der Arme. Also meine Hoffnung ist immer noch, mit der nächsten großen Maisernte wird sich das mit den Nahrungsmitteln auf jeden Fall normalisieren. Oh, da, Orbital Macfall Targeter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, wo das Ding jetzt ist. Aber wir haben es bekommen, offensichtlich. Ein Orbital Macfall Targeter. Das hört sich wild an. Ich weiß aber nicht, wo das Ding ist. Ich hoffe mal, das wird einfach gesammelt dann irgendwo. Wie sieht es eigentlich mit Holz aus? Haben wir noch Holz? Es sieht sehr leer aus im Moment, ne? Ah, wir haben kein Holz mehr. Mal wieder ein bisschen den Dschungel klein hacken hier. Vor allem hier in diesem Gebiet wäre das, glaube ich, ganz sinnvoll, weil da kommen ja die Gegners rein und wir wollen denen ja keine Deckung bieten. So. Ja, das mal hier so und da so und dann sind sie erstmal eine Stunde beschäftigt, die Leutchen. Ah, wo ist dieser Orbital Macfall Targeter? So, ich habe jetzt mal alle Gegenstände erlaubt. Ich weiß nicht, vielleicht war das der Macfall Targeter. Ich bin gespannt.
lass mich mal überraschen. Ist der irgendwo hier jetzt? Da ist eine Keule. Das könnte natürlich der Orbiter. Da ist er. An ancient targeting apparatus for automatic deployment of a Mark 7 mechanized infantry unit dropped from orbit. Its charge is limited, however, and requires specialist charging equipment to replenish. Okay. Alles klar. Das Ding ist wertvoll. Also das ruft quasi einen Mark 7 Roboter oder so herbei. Der alles wegbasht. Was cooles an sich. Hier brennt es übrigens. Dankeschön. Das ist heftig. Das ist ein heftiges Teil, du. Alter Schwede. Das könnte uns sehr viel Spaß bringen. Mit der Rüstung geht es aktuell auch nicht weiter, ne? Beim Forschen. Red ist hier zwar gerade so ein bisschen dabei, aber Squirt, gut, ist im Moment mit Holz beschäftigt, hauptsächlich. Und mit Löschen. Der arme Mann. Der kommt gar nicht zum Regieren. Aber wir kriegen ja nochmal eine Waffe, oder? Da kommt ja nochmal was rein. Oh ja. Da wird spannend. Da freue ich mich schon. So, mal hier mal noch größer. Was? Oh, die mampfen schon Bärchen. Das ist nicht gut. Naja, da bist du jetzt durch, Freunde. Ich hoffe, die verhungern uns jetzt nicht. Au, hier brennt's. Kinders, hier brennt's. Kleine Ruinen in der Nähe entdeckt. Nee, wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Das ist mir zu kritisch. Außerdem haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Wir bräuchten Lasttiere. Peppermint ist zu langsam und kaputt. Wir bräuchten eigentlich so einen Elefanten als Lasttier. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich wage es einfach. Ich wage es. Ach, das sind nur Männer. Das ist eine Männerherde. Eine Männerherde. Hallo. Mensch. Wahnsinn. Okay, ja. Ich würde trotzdem einen Elefanten. Ach, wohl. Hier haben wir hier Weibchen noch. Frauen. Hallo? Ah, da. Guck mal. Schön. Versuchen wir es mal. Einfach mal versuchen. Wird schon gehen. Paralogos ist natürlich die ideale Person zum Zähmen. Wenn der nämlich austickt, dann haben wir ein Problem. Inferno-Kanone. Exzellent. Holla die Waldfee, das, es hört sich, also Inferno-Kanone hört sich wahnsinnig gut an. Ja, da bin ich gespannt. So, also die muss irgendwo schon hier sein in der Gegend. Wird bestimmt gleich geholt. Ach, guck mal, eine Karawane. Vielleicht können wir ja handeln. Gucken wir mal, was... Wollt ihr ein bisschen... wir haben eigentlich nichts für euch. Also wir haben gar nichts. Pass mal auf, wir verkaufen denen ein bisschen Glitzerweltmedizin für 708 und nehmen ein bisschen Pemmican ab. Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Futter. Für die Heimreise. Und komm, einen Ochsen nehmen wir auch noch mit. Ja, ist gar nicht so blöd, die Idee. Wir nehmen tatsächlich einen Ochsen mit. Der trägt uns den ganzen Scheiß nämlich. Hahaha, wunderbar. Ja, super. Okay, das klappt nicht. 200? 200 klappen. Das machen wir doch mal. Akzeptieren. Und weiterziehen. Ja, wunderbar. Jetzt sind sie schneller unterwegs. Haben Ochsen dabei. Haben Lasttier, ne? Wunderbar. Was willst du mehr? Ja, cool. So habe ich mir das vorgestellt.
Warum sitzt Shauta auf dem Thron? Gut, Hauptsache es geht ihm gut. Hauptsache er ist nicht mehr so super traurig. Essen wird auch langsam wieder öfter gemacht. Das ist auch gut. Ja, läuft doch wieder. Ne? Haben wir doch wieder ganz gut in den Griff bekommen. Dann soll es das auch wieder gewesen sein für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Kommentärchen schreiben und eine positive Bewertung geben. Freue ich mich sehr drüber. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.